denn Sie auf das Gespräch mit der Kurt? Ja, ich habe mich um die Stelle als Psychologin beworben. Ach so, erfolgreich sind 5 Minuten empfangen. Aber Sie sehen nervös aus. Ja, ein bisschen. Diese Stelle ist sehr wichtig für mich. Warum möchten Sie denn hier arbeiten? Ich habe Psychologie studiert und ich möchte anderen Menschen nützlich sein. Toll, nun ist es wieder nicht früher, aber darf ich Ihnen einen Rat geben? Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Gerne. Also, erstens verschwinden Sie den Licht. Und statt das Handy zu benutzen, versuchen Sie, sich zu entspannen. Das Gespräch wird gut verlaufen, aber bleiben Sie ruhig. Dankeschön. Bitte, bitte, gerne schön. Guten Morgen, Frau Wagner. Guten Morgen, Herr Kurt. Also, erzählen Sie uns etwas von sich und erklären Sie uns, warum Ihr Traumberuf Psychologe ist. Ich interessiere mich sehr für das Verhalten des Menschen und für die Konsequenzen von Traumen und deren Therapie. Von Natur aus bin ich ziemlich altruistisch und ich möchte besonders Frauen helfen, die Gewalterinnen haben. Gut, was erwarten Sie von einer Anstellung im sozialen Bereich? Ich bin mir bewusst, dass diese Arbeit Engagement erfordert. Und ich erwarte Krisensituationen, die nicht einfach zu bewältigen sind. Aber ich bin fest entschlossen, mein Bestes zu geben. Und mit welchen 3 Worten würden Sie sich beschreiben? Überlegen Sie gut. Ich bin zuverlässig, geduldig und belastbar. Belastbar? Was meinen Sie damit? Bei meinen Erfahrungen im Ausland hatte ich oft mit schwierigen Fällen zu tun. Aber es hat sich immer gelohnt, weil ich geduldig bin und ich konnte alle Hindernisse überwinden. Sehr gut, Frau Wagner. Das ist nötig, um eine gute Psychologin zu sein. Ich sehe, dass Sie in Berlin studiert haben. Ja, genau. Und welche Erfahrungen hatten Sie von meiner Seite? Die 3 Monate in Afrika mit den Kindern und ihren Müttern. Sie waren Kriegsopfer. Und dank meiner Englisch- und Französischkenntnisse konnten wir uns gut verständigen. Was haben Sie aus Ihren Erfahrungen gelernt? Ich habe meine Grenzen und meine Ziele erkannt. Nachdem ich nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich bin sicher, dass ich mit Frauen, die gelitten haben, arbeiten will. Warum sind Sie ausgerechnet an dieser Stelle interessiert? Weil Sie die besten Spezialisten in diesem Bereich sind. Gut, Frau Wagner, danke für das Gespräch. Sie werden bald von uns auf Wiedersehen. Ich danke auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Perfektlich gut. Ich habe Ihren Rat gehört. Ich mache von da. Prima, dann bis bald. Bis bald.